بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es weiter mit علوم القرآن, die Koranwissenschaften. Und zwar geht es heute mit dem Thema weiter Asbabu an-Nuzul. Asbabu an-Nuzul bedeutet Offenbarungsanlässe bzw. Offenbarungsgründe und Ursachen. Warum wurde die eine Ayah offenbart? Also die Geschichte, die hinter dieser Ayah steckt. Und Asbabu an-Nuzul ist sehr, sehr interessant, weil man sieht, in welchen oder unter welchen Umständen dieser Koran offenbart wurde. Ihr wisst ja, Al-Koran wurde nicht auf einmal offenbart, als Ganzes, sondern innerhalb von wie vielen Jahren? 23 Jahre. Jedes Mal gab es einen Anlass und dementsprechend wurden mehrheitlich vereinzelte Ayat offenbart. In seltenen Fällen wurden aber auch ganze Suren offenbart. Aber das ist eher selten der Fall. Man unterscheidet bezüglich der Offenbarung des Korans zwei Arten. Also die erste Art, jene Ayat, die keine bestimmten Offenbarungsgründe besitzen. Das bedeutet, das sind Ayat, die offenbart wurden zu einer gewissen Zeit. Es gab jetzt keinen besonderen Grund dafür, sondern Allah möchte den Muslimen die Religion beibringen. Ja, dazu gehören zum Beispiel die Glaubensgrundlagen beziehungsweise die Geschichten der vorangegangenen Völker. Diese Sachen, da gab es jetzt keinen bestimmten Vorfall und deswegen wurde das offenbart, ja, sondern Allah Azza wa Jal hat jedes Mal einige Angelegenheiten erwähnt. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, der Unterschied zwischen mekkanisch und medinensisch. Und da haben wir gesehen, dass einige Eigenschaften der mekkanischen Ayat ist oder sind, dass diese Ayat über die Glaubensgrundlagen sprechen und die medinensischen eher über die Gebote. Die zweite Form von Ayat bzw. Suren sind diejenigen, die einen bestimmten Offenbarungsgrund und Offenbarungsanlass besitzen. Und zwar findet ein bestimmtes Ereignis statt, es passiert etwas und Allah lässt dann eine Ayah oder mehrere Ayat herabsenden. Diese Wissenschaft nennt man Asbabu an-Nuzul. Und wie ich schon immer gesagt habe bei den Koranwissenschaften, es sind mehrere Teildisziplinen. Jede Teildisziplin ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt da viele Werke extra für diese Wissenschaft. Genauso ist es bei Asbabu an-Nuzul. Und hier wurden also mehrere Werke verfasst. Und zu den ersten verfassten Werken gehört das Werk von Ali ibn al-Madini. Und das ist der Scheich des Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Dann gab es ein Werk von Al-Wahidi und er nannte sein Werk Asbab al-Nuzul und noch viele, viele andere, unter anderem Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, der ein Werk schrieb, und auch Al-Imam al-Suyuti, rahimahumullahu ta'ala, der auch ein Werk über dieses Thema verfasst hat. Kommen wir nun zu dem Thema an sich. Wie erkenne ich den Grund und die Ursache einer Offenbarung? Wie soll man das machen? Wie weiß ich, das ist Grund der Ayah, warum sie offenbart wurde? Ja? Wie Tafsir, in welcher Form meinst du? Sallallahu alaihi wasallam. Also, entweder ich habe eine Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder ich habe eine Aussage
der Gefährten, denn die haben ja mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt und sie haben ja alles miterlebt. Sehr schön. Das heißt, ich kann anders es nicht herausfinden, außer ich habe eine Überlieferung. Ich kann keine Ursache erfinden, ja, sondern das sind Tatsachen, die man anhand auch der Hadith-Wissenschaft bestätigen muss und prüfen muss. Ist das tatsächlich ein Überlieferungsgrund gewesen oder ist es nicht? Also, entweder ich habe die Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder eines Gefährten. Dabei gilt die Aussage eines Gefährten, dass eine Ayah eine bestimmte Ursache hat, yarhamukumullah. Dabei gilt diese Aussage als marfu'. Was war marfu' nochmal? Das ist jetzt ein Ausdruck in der Hadith-Wissenschaft. Was ist ein Hadith marfu'? Nein, das ist Maudu'. Marfu' bedeutet, dass es rufi'a oder rafa'a, je nachdem im Aktiv oder im Passiv, bedeutet emporheben oder hochheben oder nach oben bringen. Und gemeint ist, man hat es, diese Aussage wird gebracht bis zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a ila an-Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Also marfu' sind Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber jetzt sagt man hier, die Aussage des Gefährten hat die gleiche Stellung wie die Aussage des Propheten. Wie denn das? Genau, weil ein Gefährter wird nicht einfach so lügen über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sind Aussagen der Gefährten genauso anzunehmen wie Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und deswegen sind sie auch eine Quelle für uns, um zu erkennen, was war Grund und Ursache dieser Offenbarung. Sollte es unterschiedliche Aussagen der Gefährten über ein und dieselbe Ayah geben, ein Gefährter sagt, Ursache war das, der andere sagt, nee, die Ursache war das. Wir haben jetzt zwei entgegengesetzte Ursachen. Dann wird jene Aussage bevorzugt, die näher liegt, also auch zeitlich, denn möglicherweise ist eine dieser Aussagen eher eine Erläuterung der Ayah. Ein Beispiel. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, oder er wurde gefragt, welche Sünde ist bei Allah gewaltiger? Er sagte, dass du Allah einen Teilhaber stellst, obwohl er dich erschuf. Er sagte, und welche danach? Was ist die Sünde danach? Er sagte, dass du dein Kind tötest aus Furcht, dass er mit dir isst. Er sagte, und welche danach? Er sagte, dass du mit der Ehefrau deines Nachbarn schläfst. Ibn Mas'ud sagte, diese Ayah wurde als Bestätigung des Propheten offenbart. Und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund und die keine Unzucht begehen. In Surat al-Furqan. Also Ibn Mas'ud sagt jetzt, diese Ayah wurde als was? Als Bestätigung offenbart für die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Gegensatz dazu haben wir die Aussage von Ibn Abbas. Und er sagt, einige der Polytheisten töteten und begangen sehr oft illegalen Geschlechtsverkehr. Sie kamen zum Propheten und sagten, was du sagst und wozu du aufrufst, ist gut, wenn du uns berichtest, dass es für uns eine Buße gibt. Also das, was wir getan haben an Sünden, dass wir das bereuen können. So wurde offenbart, und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund und die keine Unzucht begehen. Und es wurde offenbart, sagt Ibn Abbas, sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. So, jetzt haben wir hier eine Ursache, die
Oder ein Anlass, den Ibn Mas'ud erwähnt hat und ein Anlass, den Ibn Abbas erwähnt hat. Und welcher ist jetzt richtig? Beide Überlieferungen sind authentisch. Also das wäre ja schon einmal der erste Schritt zu gucken, vielleicht ist eine Überlieferung nicht authentisch, dann benutze ich eben die authentische. Beide Überlieferungen sind authentisch, doch die erwähnten Offenbarungsgründe sind ja offensichtlich unterschiedlich und gegensätzlich. Um diese Aussagen in Einklang zu bringen, betrachten wir uns jene Aussage, die eher als Offenbarungsgrund gelten kann. Dies ist die Aussage von Ibn Abbas. Das ist tatsächlich ein Offenbarungsgrund, denn aus ihr geht deutlich hervor, dass die Ayah als unmittelbare Antwort auf eine Frage offenbart wurde. Er wurde ja gefragt, gibt es einen Ausweg für uns, nachdem wir all diese Sünden begangen haben? Und da kam die Antwort, diejenigen eben, die das machen und so weiter und so fort, denen wird Allah subhanahu wa ta'ala dann vergeben. Der Hadith aber von Ibn Mas'ud erwähnt nur die Übereinstimmung der Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit der Ayah. Ist das klar oder ist das nicht klar? Also Ibn Mas'ud hat jetzt nicht behauptet oder wollte jetzt damit nicht sagen, das ist tatsächlich der Offenbarungsgrund, sondern er sagte nur, das was der Prophet sagte, sehen wir bestätigt im Koran. Ja? Also er wurde ja gefragt, was die größten Sünden sind. Ja? Shirk billah und dass man sein Kind umbringt aus Furcht vor Armut beziehungsweise mit der Nachbarin schläft. Und er sagte, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sehen wir bestätigt im Koran. Das muss also nicht der Offenbarungsgrund sein, ja? Sondern nur eine Erläuterung der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam anhand des Korans. Aber Ibn Abbas erklärt, es wurde gefragt, dann wurde geantwortet. Und deswegen ist das der Offenbarungsgrund. Das heißt, was wir hier sehen, ist schon einmal, dass es möglich ist und was auch tatsächlich auch sehr, sehr oft eintritt, dass es unterschiedliche Ansichten gibt bezüglich der Offenbarungsanlässe. Ja? Wenn wir natürlich eine Aussage haben, die authentisch ist, Alhamdulillah, dann hat sich die Sache erledigt. Aber wenn wir mehrere Aussagen haben, die sich widersprechen, da schauen sich die Gelehrten an, welche Bedeutung denn die Aussage des Gefährten hat. Eine weitere mögliche Quelle für die Offenbarungsanlässe sind, wie Al-Imam Suyuti es erwähnte, die Aussagen der Tabi'in. Wer sind At-Tabi'in? Ja? Das heißt also die Generation nach den Gefährten, also die zweite. Ja? Und die dritte ist die Tabi'in. Ja? Also, das sind diejenigen, die die Gefährten gesehen haben und mit den Gefährten gelebt haben. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, wie Al-Imam Al-Hasan Al-Basri und andere. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es sich um einen Tabi'i handelt, der für seine Beschäftigung mit dem Tafsir bekannt ist. Also nicht irgendein Tabi'i, der was sagt, den nehmen wir als Quelle für Offenbarungsanlässe. Es muss schon ein Alim, ein Gelehrter des Tafsir sein. Ja? Wie zum Beispiel Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn Jubayr und weitere Tabi'in. Diese Aussagen gelten als Mursal. Was ist Mursal? Al-Mursalu, das ist wieder Hadithwissenschaft jetzt. Al-Mursalu ist die Aussage des Tabi'i, wenn er sagt, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam. Also stellen wir uns vor, Al-Hasan al-Basri sagt, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt aus hadithwissenschaftlicher Sicht, ja, Hadithwissenschaft, die Wissenschaft der Muslime, keine andere Weltreligion besitzt das, denn wir überprüfen die Aussagen unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also die Überlieferungskette, ja, ob sie denn authentisch ist, nicht authentisch ist. Wenn jetzt der Tabi'i, wer war das? Das ist derjenige, der mit den Gefährten gelebt hat. Hat er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesehen? Er hatte nicht gesehen. Der Prophet starb, sallallahu alaihi wasallam, bevor dieser Tabi'i geboren wurde. Oder
Er wurde vielleicht schon geboren, er hat ihn aber nicht sehen können. Ja? Auf jeden Fall, der Tabi'i sagt jetzt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetzt aus hadithwissenschaftlicher Sicht, was für ein Problem haben wir hier? Eine Lücke oder nicht? Woher hast du denn diese Aussage? Da fehlt doch jemand. Wer fehlt denn hier in der Kette? Der Sahabi oder nicht? So, und das nennen wir Mursal. Das nennen wir Mursal. Ja? Und die Marasil, Plural von Mursal, sind unauthentische Ahadith. Ah ja, da fehlt ja was. Ich weiß ja nicht, woher er das hat. Ja? Der Gefährte, der lebte ja mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber der Tabi'i, der lebte nicht mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht hat er ja eine Aussage eines Gefährten gemeint und nicht die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, al-Mursal ist da'if. Ja? Außer natürlich, wir haben andere Überlieferungswege, die diese Aussage bestätigen. Ja? Dann dadurch, dass ich mehrere Überlieferungsketten habe, wird eine Aussage stärker. Und deswegen ist eben diese Quelle der Tabi'in nicht in Übereinstimmung der Gelehrten. Ja? Aber der Sahabe schon. Gut, jetzt haben wir also gelernt, wie wir an die Offenbarungsanlässe kommen. Entweder Rasul sallallahu alaihi wasallam erzählt irgendetwas und er sagt, und dann kam Jibril und sagte mir so und so, dann weiß ich, okay, das war das Ereignis, oder der Gefährte erzählt das. Jetzt gibt es Ayat, die mehrere Offenbarungsgründe haben. Also eine Ayat hat mehrere Offenbarungsgründe. Und zwar zum Beispiel die Ayah über den Vorwurf der Untreue. Was ist das für eine Ayah? Aisha. Über Aisha radiallahu anha. An-Nur. Und zwar sagen ja die Schiiten, dass Aisha radiallahu anha fremdgegangen ist. Ja? Und leugnen damit diese Ayah. Weil bei denen gibt es ja einen anderen Koran. Sie haben ja einen Mushaf Fatima, weil für sie, für die Schiiten ist der Koran, den wir heute haben, nicht authentisch. Da fehlt noch ein Teil. Ja? Und der komplette Koran, den nennen sie Mushaf Fatima. Und deswegen leugnen sie diese Ayah. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat An-Nur, für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die Wahrheit sagen. Und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Und es wehrt von ihr die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Und das fünfte Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen. Worum geht es hier? Es geht darum, wenn der Ehemann behauptet, seine Ehefrau wäre fremdgegangen. Dann braucht er keine vier Zeugen dafür, weil er selbst der Ehemann ist. Irgendein anderer, der behauptet, irgendjemand wäre fremdgegangen, braucht vier Zeugen. Aber wenn es der Ehemann sagt, meine Ehefrau hat dies und jenes getan, dann muss er eben was machen. Er muss viermal schwören bei Allah, dass er die Wahrheit sagt. Und das fünfte Mal muss er schwören, möge ich verdammt sein, wenn ich lüge. Die Frau sagt dann hingegen, sie schwört viermal, dass er lügt. Und beim fünften Mal sagt sie, die Verdammnis Allahs soll über mich kommen, wenn ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Und somit sind sie getrennt. Das ist eine Art der Scheidung. Also das, und somit sind sie dann auch getrennt. Ja? Und das war's. Und ja, um Qiyamah muss jeder die Verantwortung tragen. Irgendjemand wird da wohl lügen. Ne? So, und jetzt ist die Frage, was ist der Offenbarungsanlass dieser Ayah gewesen?
Und zwar, sie wurde wegen der Bezichtigung von Uwaymir al-Ajlani an seine Frau und der Bezichtigung von Hilal ibn Umayyah an seine Frau offenbart. Also, dieser Abschnitt der Ayah wurde offenbart, weil es tatsächlich dazu kam, dass jemand behauptete, seine Frau wäre fremdgegangen. Und zwar, Uwaymir al-Ajlani sagt, fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, wenn jemand seine Ehefrau zusammen mit einem Mann vorfindet, soll er ihn töten und wird dadurch auch getötet, oder was soll er tun? Da sagte der Gesandte Allahs: Allah offenbarte den Koran wegen dir und deiner Gefährtin. So befahl er sie, sich gegenseitig zu verdammen, eben diese Ayah, wie es Allah in seinem Buch erwähnt. Also was macht man dann, wenn das tatsächlich der Fall ist? Eben diesen Schwur ausspricht. Viermal, das fünfte möge ich verdammt sein. Und die Frau sagt viermal, er lügt, und das fünfte möge ich verdammt sein. Also war das bei diesen beiden Personen der Fall. Dann, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier offensichtlich, ja, und klar, Allah offenbarte den Koran wegen dir. Also das ist der Offenbarungsanlass dieser Ayah. Jetzt haben wir aber auch Hilal ibn Umayyah, der bezichtigte vor dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, seine Frau, dass sie mit Sharik ibn Sahma eben geschlafen hat. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam: Der Beweis oder die Strafe an deinem Rücken. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wurde gefragt: Wenn jemand von uns einen Mann über seine Frau sieht, soll er da einen Beweis suchen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte: Der Beweis oder die Strafe an deinem Rücken. Da sagte Hilal: Bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandte, ich sage die Wahrheit. Allah wird etwas offenbaren, was meinen Rücken vor der Strafe schützt. Was meint er denn? Die Strafe an deinem Rücken, was meint er damit? Ja, warum? Nee, wenn er lügen würde, wenn jemand bezichtigt und er bekommt und holt nicht diese vier Zeugen, ja, dann wurde er was? Dann wurde er ausgepeitscht. Dafür 80 Peitschenhiebe. Ja, und deswegen, also hol einen Beweis, ansonsten hast du ein Problem, ja, weil du hast jetzt, du behauptest etwas, ohne es bewiesen zu haben. Da sagte er, Hilal sagte: Allah wird etwas offenbaren, was meinen Rücken vor der Strafe schützt. Daraufhin stieg Jibril hinab und offenbarte eben diese Ayah für diejenigen, die ihre Gattinnen Untreue vorwerfen und so weiter. So, das heißt, jetzt haben wir bei zwei Personen oder zwei Ereignissen ein und dieselbe Ayah. Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist kein Widerspruch, wie die Ulama sagen, sondern es handelt sich um eine mehrfache Offenbarung. Also die Ayah wurde mehrfach offenbart. Also Allah Azza wa Jalla sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Hier ist diese Ayah bitte anzuwenden, und in dem anderen Fall wurde noch einmal offenbart, hier ist bitteschön diese Ayah anzuwenden. Also es kann sein, dass eine Ayah mehrere Offenbarungsanlässe hat. Andersrum ist es auch möglich, dass wir mehrere Ayat haben, aber bei einem und demselben Offenbarungsanlass. Vorhin hatten wir mehrere Anlässe, eine Ayah. Jetzt haben wir mehrere Ayat zu einem und demselben Anlass. Zum Beispiel gehört dazu die Ayat in der Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu. Er sagt: Der Gesandte Allahs saß im Schatten eines Baums und sagte: Es wird zu euch ein Mensch kommen, der mit den Augen des Shaitan schaut. Wenn er kommt, dann spricht nicht mit ihm. Kurze Zeit danach kam ein Mann mit blauen Augen.
Der Gesandte Allahs rief ihn und sagte: Warum spottest du und deine Gefährten über mich? Da ging der Mann und brachte seinen Gefährten. Sie schworen bei Allah, dass sie nichts gesagt haben, bis er ihnen verzieh, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin offenbarte Allah: Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt, aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Sie hatten vor, das auszuführen, wie sie doch nicht erreicht haben, was sie doch nicht erreicht haben. Und sie grollten darüber nur, dass Allah und auch sein Gesandter sie von seiner Huld reich gemacht hat. Wenn sie nun bereuen, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abkehren, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe im Diesseits und Jenseits strafen und sie werden auf der Erde weder Schutzherrn noch Helfer haben. Das ist also ein Offenbarungsanlass und dazu wurde diese Ayah offenbart. Ja, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat dann gesagt: Warum beleidigt ihr mich? Und gesagt: Wir haben das nicht gemacht. Ja. Also wurde diese Ayah offenbart. Al-Hakim und Ahmed überlieferten diesen Hadith mit demselben Wortlaut und fügten hinzu, dass Allah offenbarte: Am Tag, da Allah sie alle auferweckt, da werden sie ihm schwören, wie sie euch schwören, und meinen, sie hätten eine Grundlage. Aber sicherlich, sie sind ja Lügner. Der Satan hat sie in seine Gewalt gebracht und sie dann Allahs Ermahnung vergessen lassen. Jene sind die Gruppierung des Satans, aber sicherlich die Gruppierung des Satans, das sind ja die Verlierer. Also wurde auch diese Ayah offenbart zum selben Anlass. Also die gleiche Geschichte, eben dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigten, und hier wurden zwei Ayat offenbart. Weiterhin haben sich die Ulama befasst mit der Frage der Offenbarungsanlässe und sie haben gefunden, dass mehrere Offenbarungen bezüglich einer Person herabgesandt wurden. Also jetzt nicht nur Anlass, sondern es geht um eine bestimmte Person und über diese Person spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar sagte Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu: Wegen mir wurden vier Ayat vom Buch Allahs offenbart. Meine Mutter gelobte weder zu essen noch zu trinken, bis ich Muhammad verlass. Ja, seine Mutter war ungläubig und sie hat ihm gesagt: Solange du Muslim bist, werde ich weder essen noch trinken, bis ich sterbe. Außer du verlässt diese Religion wieder. Und Sa'd ibn Abi Waqqas sagt nun: Wegen mir wurden vier Ayat offenbart. Einmal die Aussage Allahs Azza wa Jal: Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht, doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. Wenn sie sich bemühen, wer bemüht sich hier? Die Eltern, genau. Die zweite Ayah wurde offenbart, sagt es. Ich sagte: O Gesandter Allahs, ich möchte mein Vermögen aufteilen. Soll ich die Hälfte als Vermächtnis festsetzen? Er sagte: Nein. Also er meinte jetzt was? Das Testament. Also wie viel kann ich im Testament aufschreiben? Weil im Islam das Erbe wird ja verteilt, indem du, je nachdem, wie viele Erben du hast, deine Kinder, ob Söhne, Töchter und so weiter und so fort. Und je nachdem, hast du Kinder, hast du keine Kinder, dann deine Brüder und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch Al-Wasiyya, also das Testament. Und er fragt jetzt: Wie viel kann ich im Testament aufschreiben? Weil im Testament kann ich denjenigen
von meinem Erbe was geben, die normalerweise mich nicht erben. Also ich kann sagen, ich möchte Person XY oder Verein XY irgendwas geben. Das muss ich dann im Testament festlegen. Mache ich das nicht, wird das gesamte Vermögen von mir islamisch aufgeteilt. So, er fragt jetzt, wie viel kann ich von meinem Vermögen im Testament aufschreiben? Die Hälfte? Er sagte nein. Ich sagte ein Drittel, da blieb er still, sallallahu alaihi wasallam. So wurde der Drittel danach erlaubt. Und in einer anderen Riwaya, also Überlieferung, sagte er, ein Drittel und ein Drittel ist viel. Das bedeutet, im Islam kannst du höchstens ein Drittel einem anderen geben, außer deiner Familie. Ja? Also du kannst ein Testament schreiben und bis zu einem Drittel deines Vermögens kannst du jemandem geben, der nicht zu deinen Erben gehört. Das natürlich, nachdem erstens deine Schulden bezahlt werden und so weiter und so fort. Gut, das war also die dritte Angelegenheit. Die vierte Ayah wurde offenbart, als ich mit einigen Leuten, das habe ich jetzt hier vergessen, und zwar offenbarte Allah, vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Surat al-Baqarah 180. Die vierte Ayah wurde offenbart, als ich mit einigen Leuten der Ansar Wein trank. Einer von ihnen schlug meine Nase mit dem Kiefer eines Kamels. Ich ging daraufhin zum Gesandten Allahs, so wurde der Verbot des Weins offenbart. Also, das sind jetzt mehrere Gründe, oder Anlässe, die kamen durch eine Person. Ja, das ist auch möglich. Hier, liebe Geschwister, kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema bezüglich der Offenbarungsanlässe. Und das ist ein Thema in Usulul Fiqh. Die Frage jetzt. Jetzt weiß ich, eine Ayah wurde zu einem bestimmten Anlass offenbart. Also zum Beispiel hier Sa'd ibn Abi Waqqas. Okay? Jetzt haben wir hier die Ayah, oder jetzt haben wir das Gebot, ein Drittel darf er als Vermächtnis aufschreiben. Die Frage jetzt, gilt das nur für Sa'd oder gilt das für alle? Die Ayah wurde ja offenbart, oder das Gebot wurde ja erwähnt für Sa'd. Ist jetzt dieses Gebot gültig nur für Sa'd oder für alle anderen? Für alle anderen. Genau. Denn das ist die Regel, und zwar heißt die Regel Al-Ibratu bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. Also ausschlaggebend ist die Allgemeinheit des Wortlauts, nicht der besondere Anlass. Das ist eine Regel. Das bedeutet, wenn ich einen Offenbarungsanlass habe, wenn ich eine Ayah habe, die Ayah hat einen allgemeinen Wortlaut. Oh, ihr Gläubige, macht dies und jenes zum Beispiel. Oder oh, ihr Menschen und so weiter und so fort. So, aber der Anlass war wegen Person XY oder wegen der Geschichte sowieso. Hier gilt also die Regel, ausschlaggebend für die Muslime ist was? Der Wortlaut. Nicht der Anlass. Ja gut, warum lernen wir dann den Anlass? Weil der Anlass erklärt dir, wie man dieses Gebot umsetzt, beziehungsweise wie man es richtig versteht. Dazu lernen wir diese Anlässe. Nicht um zu sagen, ja, der Anlass war bei dem Sahabi, also für uns gilt das nicht. Weil das ist eine Mode heutzutage von den Orientalisten, dass sie sagen, wir müssen die Offenbarungsanlässe lernen. Das sind wir einer Meinung. Auf jeden Fall müssen wir die Offenbarungsanlässe lernen. Aber was ist deren Ziel? Deren Ziel ist, ja guck mal, das war für die, das gilt nicht für uns heute. Ja? Das ist für diese Gruppe, das gilt nicht für die andere Gruppe und so weiter und so fort. Da sagen wir, dies ist nicht die Umsetzung
des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gefährten. Eines müsst ihr euch merken, liebe Geschwister. Das sage ich immer wieder. Al-Quran erklärt uns, wie wir ihn verstehen sollen. Die Bedienungsanleitung des Korans ist im Koran mit enthalten. Zum Beispiel, dass wir den Koran gemäß der Sunna verstehen. Und was der Prophet euch gegeben hat, das sollt ihr nehmen. Und was er euch verboten hat, das sollt ihr meiden. Dass wir das Verständnis der Gefährten als Maßstab nehmen sollen. Wenn ihr so glaubt, wie sie glauben, dann seid ihr, dann sind sie recht geleitet. Und so weiter. Das heißt, Allah erwähnt im Koran diese Regeln, diese Usulul Fiqh-Regeln. Usulul Fiqh ist ja, wie verstehe ich den Koran? Wie gelange ich zu den Geboten? Wie kann ich etwas Erkenntnis aus dem Koran schöpfen? Und wie, das steht im Koran drin. Weil heutzutage will man ja Methoden erfinden außerhalb des Korans. Und das ist nicht richtig. Und deswegen die Ulama, wie Imam Shafi'i, rahimahullah und andere, die jahrelang sich mit dem Koran beschäftigt haben, haben gesehen, Allah hat Regeln aufgestellt. Und gemäß dieser Regeln ist der Koran zu verstehen. Und das ist eines der wichtigsten Aspekte. Also, ein Beispiel dafür. Ein Mann küsste eine Frau, die ihm nicht erlaubt ist. So ging er zum Propheten und berichtete ihm davon. So wurde die Ayah offenbart und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Der Mann sagte, O Gesandter Allahs, ist sie nur für mich? Diese Ayah ist extra für mich? Er sagte, sie ist für jeden, der danach handelt. Das heißt, jeder Mensch, der sündigt und danach etwas Gutes tut, dessen Sünde wird getilgt. Ja, und deswegen sollte ein Muslim immer nach den Sünden so schnell wie möglich Gutes tun. Jeder Mensch kann mal hinfallen. Jeder Sohn Adams sündigt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Doch die Besten unter den Sündern sind diejenigen, die bereuen. Ar-Razi ist ein Gelehrter. Unter anderem hatte er Tafsir geschrieben und so weiter. Er sagt, die Wahrheit ist, dass die Allgemeinheit des Wortlauts ausschlaggebend ist und nicht der besondere Anlass. Im Gegensatz zu Al-Muzani und Abu Thawr, die eben das andere behauptet haben. Die behauptet haben, nee, der besondere Anlass ist ausschlaggebend und das gilt dann nur für diese Person. Denn sie behaupteten, dass der besondere Anlass den Wortlaut einschränkt. Und das ist eben nicht der Fall. Die mangelnde Anwendung dieser Regel, welcher Regel? Also, dass eben der Wortlaut ausschlaggebend ist und nicht der besondere Anlass, würde natürlich viele Gebote außer Kraft setzen. Viele Gebote wurden offenbart zu bestimmten Anlässen und bei bestimmten Personen. Und wenn du jetzt sagst, ja, Sekunde mal, ich habe ja Asbabun Nuzul studiert und das war bei dem Gefährten sowieso, gilt nicht für mich. Ja, dann kannst du die meisten Geboten auch vergessen. Zum Beispiel die Ayah, Allah befiehlt euch anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. So, jetzt kommt jemand und sagt, Sekunde mal, ich muss mal diese Ayah prüfen aus Sicht der Offenbarungsanlässe. Damit ich weiß, ob die Ayah eigentlich auch für mich Gültigkeit hat oder nicht. Ibn Kathir sagt, sie wurde offenbart, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Schlüssel der Kaaba von Uthman ibn Talha erhielt. So ging er mit ihm am Tage der Befreiung, also wann? Als Mekka befreit wurde, in das Haus, also die Kaaba rein. Als er rauskam, rezitierte er diese Ayah. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern, wieder auszuhändigen. Danach rief er Uthman, also Ibn Talha, zu sich und übergab ihm den Schlüssel. Umar Ibn al-Khattab sagte, als der Gesandte Allahs aus der Kaaba kam, rezitierte er diese Ayah. Ich habe ihn diese Ayah nie zuvor rezitieren hören. So,
Zu behaupten jetzt, dass dieser Anlass ausschlaggebend wäre für alle anderen Menschen, ja, also nur Uthman ibn Talha ist damit gemeint, würde ja bedeuten, dass kein anderer Mensch die anvertrauten Güter wieder aushändigen muss. Hat Allah gesagt, ich soll es machen? Ja? Wer mir was gibt, tschüss, Pech gehabt. Und das ist ja nicht richtig. Ja? Und das bedeutet, der Offenbarungsgrund ist nicht ausschlaggebend, sondern was? Der Wortlaut. Wortlaut von was? Von der Ayah natürlich. In der Ayah steht, Anvertrautes sollst du wieder zurückgeben. So, diese Ayah hat einen Grund, warum sie offenbart wurde, ja. Aber der Grund ist jetzt nicht einschränkend, er schränkt dieses Gebot nicht ein bei dieser Person, sondern alle Muslime sollen sich an dieses Gebot halten. Es kann aber trotzdem sein, dass etwas Allgemeines eingeschränkt wird. Und das gilt nur, wenn es Anhaltspunkte gibt. Das werden wir inshallah noch sehen. Das bedeutet, ich habe etwas, was allgemein ist, am, und dann habe ich etwas, was einschränkend ist, khas. Das gibt es. Ja? Aber das hat jetzt nicht direkt was mit dem Offenbarungsgrund zu tun, sondern da sind noch andere Aspekte zu beachten. Das werden wir, das ist auch eine Teildisziplin in den Koranwissenschaften. Welche Ausdrucksformen gibt es nun für die Offenbarungsgründe? Also jetzt haben wir gesagt, ich kann die Offenbarungsgründe erkennen durch die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, durch die Gefährten, vielleicht noch durch die Tabi'in, aber da muss man das mit Vorsicht genießen. Wie sagt das der Gefährte? Was sagt er, damit ich erkenne, okay, aha, der meint jetzt, das ist ein Offenbarungsgrund. Da gibt es unterschiedliche Ausdrucksformen. Und zwar, entweder ist die Aussage des Gefährten eindeutig, okay, es ist klar, er meint hier, das ist ein Offenbarungsgrund, oder seine Aussage ist mehrdeutig. Es kann sein, der meint das jetzt als Offenbarungsgrund, kann aber auch sein, der meint es als Erläuterung der Aya und nicht nur als Offenbarungsgrund. Ja? Und zwar zum Beispiel, wenn er sagt, irgendetwas ist geschehen, sodann wurde jene Aya offenbart. Ja, das ist klar, er meint also, die Aya wurde offenbart nach diesem Geschehnis. Die Aussage, der Offenbarungsgrund einer Ayah ist dies und jenes, das gibt es nicht. So wurde es noch nie überliefert, ja, dass er anfängt. Also, der Offenbarungsgrund von der Aussage Allahs dies und jenes ist das und das. Nee. Sondern es gibt ein Geschehnis und dann sagen sie, dann hat Allah offenbart. Ja? Mehrdeutig sind diese Ausdrücke, wenn der Überlieferung sagt, die Ayah wurde in Bezug auf dies oder jenes offenbart. Ja, jetzt, was meint er jetzt damit? Meint er, das ist jetzt der Offenbarungsgrund oder meint er, die Ayah erklärt dieses Ereignis, wie wir vorhin ja gesehen haben, ein Beispiel. Der Ausdruck, sodann wurde offenbart, dieser Ausdruck gilt als eindeutig in der Erwähnung des Offenbarungsanlasses. Und als Beispiel dafür gilt der Offenbarungsgrund in Bezug auf die Änderung der Gebetsrichtung. Ja. Al-Bara ibn Azib berichtete, dass der Gesandte Allahs 16 oder 17 Monate Richtung Beit al-Maqdis, al-Quds, also in Palästina, betete. Doch er bevorzugte das Gebet Richtung des Hauses, also Al-Ka'ba. Als er das Asr-Gebet vollzog, beteten mit ihm einige Leute. Einer von ihnen ging neben den Menschen in der Moschee vorbei, als sie sich im Gebet verbeugten. Er sagte, ich bezeuge bei Allah, ich betete mit dem Propheten Richtung Mekka. Daraufhin drehten sie sich so, wie sie waren, in Richtung des Hauses. So wie sie beteten, haben sie sich umgedreht, Richtung Mekka. Wir wussten allerdings nicht, was mit jenen ist,
die gefallen sind, bevor die Gebetsrichtung geändert wurde. Das bedeutet, wir wussten nicht, diejenigen, die jetzt gestorben sind, bevor die Gebetsrichtung geändert wurde, was mit denen, das Gebet von denen, die haben jetzt mehrere Monate Richtung Quds gebetet. Und dann sind sie gestorben und jetzt wurde die Gebetsrichtung geändert. Ist deren Gebet gültig oder jetzt nicht gültig? Bitte? Mhm. Also, wir wussten allerdings nicht, was mit jenen ist, die gefallen sind, bevor die Gebetsrichtung geändert wurde. So offenbarte Allah. Das ist jetzt der springende Punkt. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig und barmherzig. Was hat das jetzt mit der Gebetsrichtung zu tun? Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Wo steht denn hier jetzt Gebet? Geht es nicht gerade eben um die Gebetsrichtung? Ich denke, es gehört zum Glauben dazu. Genau. Allah nannte das Gebet Glaube. Glaube hier, damit ist das Gebeten gemeint. Deswegen, das ist ein Beleg dafür, dass die Taten zum Glauben gehören. Bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wir sagen ja, der Glaube besteht aus Verinnerlichung im Herzen, Aussage mit der Zunge und Umsetzung in Taten. Im Gegensatz zu den Murji'ah. Die Murji'ah sagen, nee, Taten musst du nicht machen, das gehört nicht zum Glauben. Ein Beleg dafür, dass die Taten zum Glauben gehören, ist diese Ayah. Allah sagte, aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und damit ist was gemeint nach den Tafsir-Gelehrten? Das Gebet. Also wichtig für uns ist jetzt, dass hier gemeint ist, oder dass hier erwähnt wurde, so offenbarte Allah. Das ist eine eindeutige Ausdrucksform. Daraus können wir entnehmen, das ist der Offenbarungsgrund dieser Ayah. Eben diese Frage, die sich die Gefährten stellten, ja, was ist mit denen, mit unseren Brüdern, die schon gestorben sind und Richtung Quds gebetet haben, nicht Richtung Mekka. Deren Gebete sind natürlich auch gültig. Ein weiterer Ausdruck lautet, die Ayah wurde in Bezug auf jenes offenbart. Die Gelehrten sind sich nicht einig, was unter diesem Ausdruck zu verstehen ist. Möglicherweise will der Gefährte damit die Erläuterung einer Ayah erwähnen. Wenn er sagt, Allah sagte dies und jenes und das wurde in Bezug auf das offenbart, auf ein Geschehnis, auf ein Ereignis. Es kann sein, dass der Gefährte hier Tafsir macht. Also er will nur erläutern. Ibn Taymiyyah sagt, die Gelehrten sind sich nicht einig in Bezug auf die Aussage eines Gefährten, die Ayah wurde in Bezug auf jenes offenbart. Ist dies eine Überlieferung, wie es bei den Offenbarungsgründen der Fall ist, oder ist es eine Erläuterung von diesem Gefährten und keine Überlieferung? Al-Bukhari sieht es als Überlieferung an, sagt Ibn Taymiyyah. Andere wiederum teilen diese Ansicht nicht. Also da sind sie sich nicht einig. Wenn der Gefährte jetzt diesen Ausdruck sagt, was meint er jetzt damit? Nehme ich das als Offenbarungsgrund oder nehme ich das als Erläuterung, also Tafsir? Im Gegensatz zum Ausdruck, so dann wurde offenbart, was wir gerade eben mit dieser Qibla-Geschichte erwähnt haben, welches als Marfu', also Aussage des Propheten, also gleichwertig mit der Aussage des Propheten gilt, sehen viele Gelehrte die Aussage der Gefährten, die Ayah wurde in Bezug auf jenes offenbart, nicht als Marfu', sondern als Tafsir dieses Gefährten. Ja? Al-Bukhari ist hier anderer Ansicht, so erwähnt er in seinem Sahih-Werk hinsichtlich des Tafsir oft Überlieferungen, die Mawquf sind. Mawquf bedeutet was? Es sind Aussagen der Gefährten. Wann ist Asr? Okay, dann mach mal Adhan bi'idhnillahi ta'ala. Dann machen wir an dieser Stelle inshallah nächste Woche weiter. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.